Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 16. Mal weiter mit der Partie Schalke gegen Ingolstadt. So, dann wollen wir mal. Das Team bleibt so. Ginczek, Di Santo, Meier, Di Davi, Kramer. Oh, Gunasic, okay, alles klar. So, dann wollen wir mal kurz die Ingolstadt besiegen. Ich hoffe, das wird ein bisschen einfacher als gegen Union Berlin. Wir können uns auf jeden Fall nicht mehr nochmal so schwer tun. Nochmal so eine Partie, die wir uns auf gar keinen Fall leisten. Auf geht's. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie werden in diesem Spiel könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Darüber. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Ah, schade. Da hat er sich nicht abschütteln lassen. Jetzt hat er den Ball. Der Ball ist über der Linie. Auf jeden Fall müssen wir gegen Ingolstadt hier gewinnen. Wir müssen unbedingt weiter in der Tabelle dranbleiben auf Platz 2. Ah, shit. Oh nein, ich kann kein Elfmeter, ehrlich nicht. Elfmeter. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Aber. So, alles nur die Santo. Mal schön durchstecken. Alfredo Morales. Martin. Sie haben deutliche Defizite im Abschluss in dieser Saison. Das wird ein schweres Auswahlspiel. Und wenn das auch heute so bleibt, hä? Egal, was soll man? Egal. Hartmann. Ah. Da passt er auf und geht dazwischen. Jetzt sind sie am Ball. Was war das denn jetzt? Sie rücken schön nach, bieten sich an. Er zieht ab, den Ball verzieht er. Da verlieren Sie den Ball. Was wollte ich mir sagen? In welche Richtung geht denn der? Da ist der Ball weg. Und so knapp. Gerade wo du abziehen willst. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ach, komm mir auf. Jetzt ist der Ball doch auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Also will ich wieder auch nicht. Ja, es ist momentan eigentlich alles unter Kontrolle. Super auf und hat den Ball.
Ecke, oder? Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Sauber, toll. War es nicht hier Ginczeks Tor? Keine gute Idee, es hier wieder Akte zu versuchen. Ah, crap. Flanke kommt, bitterste Chance. Der Ball wurde weggefaustet. Okay. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ah, schade. Zurück zum Torhüter. Alfredo Morales. Alfredo Morales. Okay. Weil sie sind nicht ungefährlich. Sieht gut aus, der Pass kommt. So. Okay, Ingolstadt drückt jetzt ein bisschen. Oh ja, Johannes Geis, seine Position. Ja. Die Spieler in der Mauer müssen aufpassen. Das könnte sonst eine Verwarnung geben. Sie wissen, dass sie den Abstand nicht verkürzen dürfen, Buschi. Klar, die Regel kennen sie auch, aber sie wollten nicht hören. Also gibt es die Verwarnung. Da konnte man auch ohne Wiederholung sehen, wie knapp das war. Ein richtig guter Schade. Schade, schade, schade. Okay, der Ball geht jetzt hinten rum. Den Angriff blockt der Abklasse, aufgepasst. Dahin. Könnte ich auch, mache ich nicht. Für den Spieler, der ist ja bereits verwarnt. Über Freund und Feind sind weg. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Hab ich mal anders gesehen. Hartmann. Yes. Hartmann.
Kann ich dir das mal hier abpfeifen, bitte? Wir sind schon 3 Minuten über der Zeit, Kollege. Dieser Anschlusstreffer war wieder so unnötig wie sonst irgendwas. Dieser Anschlusstreffer war wieder so unnötig. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Ich darf jetzt auf jeden Fall hier nichts mehr zulassen. Ich darf hier kein 2-0 verspielen. Und auf jeden Fall nicht gegen Aufsteiger. Oh, Alter, ich hab gedacht, da läuft ganz woanders hin. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Dann dahin. Aber ja gar nichts. Die nächste Partie der Bundesliga steht an für den FC Schalke. Dann geht es aus gegen den BVB. Ach du große Gott. Das klingt doch vielversprechend. Ich freue mich drauf. Ach komm, das könnt ihr nicht, Alter. Warum ist sowas bitte faul? Ey, was? Alter. Ja, das ist so CPU-Bevorteilung, das ist erst. Fehlen mir die Worte hier. Das ist im Leben kein Foul, sowas. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schöne Flanke. Da steht er gut und holt sich den Ball. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ginchek. Boah, Ginchek. Was sie hier machen, aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Die Davi. Alter. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Gute Flanke. Wieso? Wieso unterläuft er die Flanke denn jetzt? Ich baue hier rum, Alter. Ich habe hier Panik gerade. Ich bin gerade absolut im Panik-Mode. Ey, ich verballe das hier noch, ohne Witz. Wo ist hier 3-5-2? So, 3-5-2. Ey, ich bin wirklich absolut jetzt im Panik-Modus. So. Es wird hier gar nichts sonst. Der Ball kommt gut. Eine gute Flanke, der Verteidiger ist zuerst am Ball. Ginchek. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. So, wir nehmen mal Ginchek raus, würde ich sagen. Ginchek raus. Dafür kommt Choupo-Moting. Schöne
da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Noch knapp 20 Minuten. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja. Wichtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Nein! Aber hast du es gesehen, Wolf? Der Ball ist kurz vorher noch mal aufgesprungen. Das reicht dann schon, dass er ihn nicht richtig trifft. Nein. Choupo-Moting. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Jetzt vielleicht. Super einfach. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Ein super Technik, das macht er wirklich gut heute. Das gesteckten Ball voraus, aber scheiß drauf, ne? Sie haben den Ball. Und Suttner. Einwurf für uns. Wieso für die? Jetzt soll es also die langen Bälle. Der Pfiff, Freistoß. Ich will eine rote Karte, bitte. Klar von hinten. Jetzt wieder aufpassen. Lächerlich. Vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Wow, der war ja komplett missglückt. Boah, den kann er denn nicht kontrollieren, Alter. Ist es irgendwas Muskuläres? Schöne Flanke. Boah, geil! Nächsten Wechsel. Ich krieg grad zu viel, gerade so ein bisschen. Ich krieg echt gerade zu viel. So, Geist geht runter. Wir bringen wir Goretzka. Sané kommt für die Davi. Ist bei dem Spielstand. Zu viel. Hin.
Yes, Mann. Boah, knappes Ding. Ganz, ganz knappes Ding. Aber wir haben es gerettet. Oh ja, nächste Partie gegen Dortmund. Eieiei. So, Speicher beenden. So, liebe Leute, ich mache jetzt immer einen Folgenbreak. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von FIFA 16. Bis dahin, haut rein und tschüss.